Ich als Fotograf habe mich schon immer mal gefragt, was ist, wenn ich mal keine Lust habe, eine Kamera mitzunehmen? Wenn ich einfach mal keine Lust habe, einen Kilo mit mir rumzuschleppen und ich einfach mal kompakter unterwegs sein möchte? Dann brauche ich ein vernünftiges Handy, womit ich auch sehr, sehr gute Bilder machen kann. Aber auch nicht nur JPEGs und halt jetzt so die normalen Bilder, die halt einfach nur smartphone-technisch aussehen, sondern auch wirklich Bilder, womit ich auch arbeiten kann, die vielleicht auch noch mit RAW bearbeitbar sind und sowas halt. Deswegen habe ich mich heute auf eine stundenlange Recherche begeben und habe das beste Smartphone für die Fotografie rausgefunden. Und die Ergebnisse, muss ich euch sagen, die haben mich wirklich überrascht. Darum geht's in diesem Video. Als ich auf der Suche nach dem besten Smartphone für die Fotografie war, habe ich mir erstmal ein paar Kategorien rausgesucht, damit ich auch weiß, woran ich das jetzt ausmachen kann. Und die Kategorien sind somit für dieses Video erstmal die beste Hauptkamera, dann die beste Ultraweitwinkelkamera, die beste Zoomkamera. Und dann geht es halt natürlich auch nochmal weiter mit dem Porträtmodus, dem Makromodus. Aber um das Ganze dann auch natürlich dann auch nochmal alles bei schlechten Lichtverhältnissen, also bei Nacht. Ja. Und jetzt nach ungefähr 15-minütigen YouTube-Videos weiß ich jetzt für jede Kategorie den Gewinner. Aber bevor wir jetzt erstmal mit der Preiskrönung jetzt fortfahren, würde ich sagen, stellen wir erstmal die Kompetitoren vor. Und da haben wir erstmal das bekannteste, das Apple iPhone 15 Pro Max, das Samsung Galaxy S24 Ultra, das Google Pixel 8 Pro und jetzt noch die extra Kandidaten, die für mich auch eine große Rolle gespielt haben in diesem Vergleich, das OnePlus 12, das Sony Xperia 6, das Huawei Pura 70 Ultra, das Xiaomi 14 Ultra und zuletzt das Vivo X100 Ultra. So, und um euch jetzt so richtig auf die Nerven zu gehen, fangen wir doch einfach mal mit der unwichtigsten Kategorie an, nämlich mit der Selfie-Kamera. Und da haben wir auf dem dritten Platz einmal das Apple iPhone 15 Pro Max. Ja, das iPhone, was wahrscheinlich das bekannteste der Welt ist, ist nicht auf dem ersten Platz. Ja. Auf dem zweiten Platz ist nicht nur ein Smartphone, sondern direkt zwei. Erstmal das Samsung Galaxy S24 Ultra. Das hatte schon eine bessere Selfie-Kamera und ich konnte mich auch nicht genau entscheiden, ob das Vivo X100 Ultra genau besser oder schlechter ist. Es war ungefähr auf dem gleichen Level. Und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den ersten Platz verkünden für die beste Selfie-Kamera. Einmal das Sony Xperia Mark 6. Ja, das Smartphone, was eigentlich so richtig unbekannt ist, das hat die beste Selfie-Kamera. Erschreckend. Aber egal, lassen wir da erstmal die unwichtige Kategorie Selfie-Kamera. Interessiert doch sowieso keinen. Ich würde sagen, wir springen direkt mal auf die beste Ultraweitwinkelkamera. Der dritte Platz für die beste Ultraweitwinkelkamera geht an das Apple iPhone 15 Pro. Ja, schon wieder dritter Platz. Was soll man dazu sagen? Ist halt einfach nur nichts Besonderes. Apple iPhone 15 Pro ist eine blöde alte 12-Megapixel-Kamera, Ultraweitwinkel. Ich bin mal gespannt auf das iPhone 16, wo das ja dann auch eine 48-Megapixel-Kamera dann bekommen soll. Der Preis für die zweitbeste Ultraweitwinkelkamera geht an das Google Pixel 8 Pro. Ja, das war schon etwas besser. Und die beste Ultraweitwinkelkamera geht an das Vivo X100 Ultra. Das waren einfach die Bilder, die mich am meisten überzeugt haben. Das sah am wenigsten überschärft, am wenigsten so milchig aus, wie so meistens die Ultraweitwinkelkameras aussehen, wenn sie zu wenig Licht zur Verfügung haben. Das war einfach so die beste Ultraweitwinkelkamera. So, die nächste Kategorie ist die beste Zoom-Kamera. Und ich glaube, jetzt habt ihr ein ganz klares Bild vor Augen, welche die beste Kamera sein wird. Ich kann euch sagen, auch hier werde ich euch überraschen. Der dritte Platz für die beste Zoom-Kamera geht wieder an zwei Smartphones, nämlich einmal an das Xiaomi 14 Ultra und dann das Huawei Pura 70. Das kennt ihr bestimmt auch noch nicht, ist gerade auch erst neu rausgekommen. Das war auch sehr, sehr, sehr gut. Also, das kommt auf den dritten Platz. Der zweite Platz geht an das Google Pixel 8 Pro. Auch noch ein Smartphone, wovon man es ja auch erwarten könnte. Und der erste Platz, Trommelwirbel. Der erste Platz geht an das Vivo X100 Ultra. Scheiße, ey. Die werden jetzt bestimmt alle abschalten. Ernst bleiben, Ben, komm schon. Ihr habt jetzt bestimmt alle auf das Samsung Galaxy S24 Ultra gewartet, dass ich den Namen sage, aber der kam halt irgendwie nicht. Ich fand, in den ganzen Vergleichsvideos hat das Samsung Galaxy S24 Ultra sogar vergleichsweise schlecht abgeschnitten. Es war teilweise schlechter als das sogar das iPhone 15 Pro Max. Es sah einfach nicht gut aus. Die Details bei dem Google Pixel 8 Pro, die waren einfach viel mehr vorhanden und das Vivo X100 Ultra, das sah so etwas clean aus. Ihr könnt da bis 25 mal bis 30 mal einfach klar reinzoomen und ihr denkt, das wäre eine Spiegelreflexkamera. Man muss dazu sagen, ich habe den Zoombereich jetzt hier maximal nur bis ungefähr 30 mal jetzt belassen. Auf 100 mal kann ich sagen, ja, das Samsung ist besser.
Aber da muss man dann jetzt einfach nur schlechte Qualität gegen schlechte Qualität irgendwie unterscheiden. Das sieht alles dann irgendwie kacke aus. Auch das Samsung Galaxy S24 Ultra. Aber halt nun mal in dem noch brauchbaren Zustand ist das Vivo hier einfach ganz, ganz klar vorne und verdient sich hier diesen Platz mit einem weiten Abstand noch zu den anderen Kameras. Das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. So, andere Kategorie, anderes Licht. Jetzt geht es um die beste Makrokamera. Und ich würde sagen, wir labern nicht direkt rum, wir legen direkt los. Der dritte Platz geht an das Samsung Galaxy S24 Ultra. War schön, aber jetzt auch nichts Besonderes. Es kommt nämlich noch was viel, viel Besseres. Ein Platz drüber ist nämlich noch das Apple iPhone 15 Pro Max. Aber auch noch lange nicht so gut wie die beiden Top-Smartphones. Ja, genau, es gibt wieder zwei. Nämlich das Vivo X100 Ultra und das Xiaomi 14 Ultra. Die Gründe sind hier ganz einfach. Nicht nur, dass es jetzt einfach bessere Qualität hat, denn das ja auch. Auch da es hier einfach keine Ultra-Weitwinkel-Makro ist. Es ist hier ein Makro mit einer längeren Brennweite. Zum Beispiel bei dem Apple iPhone 15 Pro Max oder 15 Pro war es ja bis jetzt immer so, dass man die Ultra-Weitwinkel für diesen Makro-Modus benutzen musste. Und da Ultra-Weitwinkel natürlich kacke aussieht, schlechte Ergebnisse. Alles verzerrt irgendwie und das haben dann die Handys wie Vivo oder das von Xiaomi besser gemacht. Man hat hier wieder eine Kombination aus weiter reingezoomt mit noch viel mehr Hintergrund und Schärfe, was einfach nach einem viel professionelleren Makrobild aussieht. Kommen wir nun zu einer der wichtigsten Kategorien, die ein Smartphone nur haben kann, nämlich den Porträtmodus. Und hier sind die Plätze auch ganz klar. Auf dem dritten Platz haben wir hier das OnePlus 12. Hier eine gute Edge Detection und macht wirklich gute Bilder mit dem Porträtmodus. Aber gut, lassen wir das. Der zweite Platz geht an das Samsung Galaxy S24 Ultra. Chaka, das ist direkt schon besser. Und der erste Platz, jetzt lasse ich euch mal das Raten übrig. Ja, es ist das Apple iPhone 15 Pro Max. Yay, endlich mal eine Kategorie, wo das 1300 Euro teure Smartphone mal gewinnt. Ja, Apple hatte immer noch einen kleinen Vorsprung mit dem LiDAR-Sensor. Das sieht einfach ein bisschen cleaner immer aus. Das hat Apple einfach noch die Nase vorn. So, damit wir das Ganze jetzt nochmal verkürzen, diese ganzen Preisehrungen gelten auch für den Nachtbereich. Also da weicht eigentlich gar nichts ab. Aber noch bitte noch nicht abschalten, das ist noch nicht fertig. Denn durch diese Ergebnisse können wir nämlich jetzt immer noch nicht ausmachen, ob diese ganzen Smartphones jetzt überhaupt für einen Fotografen überhaupt geeignet sind. Denn diese Kategorien sind eigentlich vollkommen egal. Beste Ultraweitwinkelkamera und sowas alles. Wir als Fotograf finden diese ganzen Angaben nämlich eigentlich komplett egal. Uns geht es erstmal nur um die Tatsache, dass das Ganze RAW fotografieren kann. Dass das Ganze vielleicht auch noch einen manuellen Modus hat, dass man auch mal Langzeitbelichtungen machen kann oder auch einfach mal, dass man dann die Belichtungszeit selber einstellen kann, wenn man zum Beispiel Street-Fotografie machen kann. Sonst verwischt noch das ganze Bild und man kriegt unscharfe Bilder. Das möchte man selber einstellen können. Die zwei Dinge, also RAW und einen manuellen Modus muss es haben. Sorry Apple, damit fällst du leider schon mal raus. Denn nur RAW ist hier vorhanden und kein manueller Modus. Apple, es ist so einfach, so das einzubauen, dann wärt ihr, glaube ich, direkt schon viel weiter oben auf der Liste. Jopp, und allen anderen Smartphones steht diese Limitation jetzt eigentlich nicht mehr entgegen, denn alle Smartphones haben irgendwie einen manuellen Modus. Das ist bei Android irgendwie wohl immer der Fall. Das finde ich grandios. Ne? Ich hatte letztens einen Freund, der hatte ein billiges 300-Euro-Handy und der hat bessere Bilder gemacht als mein iPhone 13 Pro Max, was über 1000 Euro kostet. Verdammt nochmal. Nur weil es diese blöde Langzeitbelichtung kann. Als zweiten Aspekt in einem Smartphone könnte man natürlich auch noch die Sensorgröße noch in Betracht nehmen. Denn, wie es halt nun mal so ist, iPhones sind klein und da passen halt auch nur kleinere Sensoren rein. Hier gilt dann auch trotzdem, je größer der Sensor ist, desto besser. So habe ich jetzt hier einmal das Vivo X100 Ultra, das Xiaomi 14 Ultra, das Huawei Pura 70 Ultra und das Oppo Find X7 Ultra. Das sind alle Smartphones mit einem 1 Zoll Sensor und damit haben sie auch schon mal eigentlich einen klaren Vorteil, was jetzt so Lowlight und auch schon Hintergrund und Schärfe so ein bisschen angeht. Trotzdem sind diese Smartphones mit diesem 1 Zoll Sensor nicht alle auf dem ersten Platz gelandet, denn sie haben zwar den Vorteil, dass sie theoretischerweise besser in Lowlight sind, werden dann aber trotzdem von den Smartphones besiegt, die halt einfach eine bessere künstliche Intelligenz hier drin verbaut haben, dass die iPhones das hier einfach schon selber irgendwie schaffen, das gut hinzukriegen. Das Vivo hat beides gekriegt und war am Ende meistens auf dem ersten Platz. Also Fazit, was ist jetzt die beste Smartphone-Kamera fürs Fotografieren? Ganz klar, das Vivo X100 Ultra. Hier gibt es nur ein Problem,
Es ist offiziell eigentlich nicht in Deutschland verfügbar. Man kriegt es auch im Internet zu kaufen. Da gibt es dann eBay, da kann man das dann für 1100 Euro kaufen, was günstiger ist immer noch als ein iPhone 15 Pro Max. Aber es ist halt jetzt nicht offiziell in Deutschland, mal so gesagt. Hier bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber das war jetzt hier erstmal so mein Testergebnis. Das beste Smartphone für Fotografen. Diese stundenlange Recherche war zwar wirklich anstrengend, aber es hat mir trotzdem am Ende immer noch Spaß gemacht. Denn irgendwie wird im Alltag immer nur von diesen drei Hauptsmartphones gesprochen. Apple, Google und Samsung. Aber es gibt halt doch noch bessere. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.